Herzlich willkommen zum RoECS Videopodcast. In der heutigen Ausgabe ist Wolfgang Meyer bei mir zu Gast. Wolfgang ist der Country Manager der Citrix in Österreich. Herzlich willkommen, Wolfgang. Ja, danke. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Wolfgang, ja, vielleicht kannst du dich ein bisschen vorstellen, vielleicht kannst du uns auch ein bisschen was über die Citrix Österreich erzählen oder Citrix insgesamt. Ja, also wie gesagt, mein Name ist Wolfgang Meyer, ich bin jetzt vollendete 6 Jahre Country Manager bei Citrix in Österreich, habe viele Jahrzehnte Vergangenheit in der IT, war vorher bei Cisco, war bei einer IBM, bei einer Fujitsu, Software AG, also habe da relativ breites Spektrum mir da aufbauen können und bin wie gesagt 2015 zu einer Citrix gekommen, die über viele Jahre so am Rande irgendwo beobachtet habe und man immer gewusst hat, okay, ja, gutes Unternehmen, hat viele Kunden, aber ich bin nicht wirklich beschäftigt. Und 2015 war eigentlich bei mir auch irgendwie so die Zeit, ich war da gerade bei der Cisco, Homeworking war dort auch gut eingeführt, aber ich mir gedacht habe, das ist eigentlich ein Thema, das wird die Zukunft betreffen. Und habe mich dann sehr gefreut, dass ich zur Citrix kommen konnte. Habe die ersten, über zwei Jahre dann auch noch Eastern Europe mitbetreut und betreue jetzt in den letzten Jahren ausschließlich Österreich und bin da sehr happy, weil ich da doch sehr viele Kundenkontakte habe mit euch, mit Distributoren, mit Partnern, da sehr viel im direkten Kontakt stehe und man da gemeinsam mit den Kunden auch viel machen kann. Citrix ist ja durchaus eine ganz bekannte Marke in der IT, aber vielleicht für die Zuseher, Zuhörer, die nicht so IT-affin sind, was macht denn Citrix? Ich würde es eigentlich so sagen, dass womit Citrix eigentlich begonnen hat und was heute mehr oder minder nur das Core-Produkt, die Core-Lösung ist, ist Applikation zur Verfügung stellen. An Mitarbeiter, egal wo er ist, egal mit welchem Device er arbeitet, egal in welchem Netzwerk er drin ist, egal wo die Applikation liegt. Also dieses Work from anywhere with any device, with any application, das ist eigentlich das Thema, womit der Citrix groß geworden ist. Das heißt, das Virtualisierung, ich würde sagen 90% unserer Kunden oder der Kunden in Österreich verwenden eine Virtualisierung in unterschiedlichen Ausprägungen, manche nur um alte Applikationen zur Verfügung zu stellen, andere um einen virtuellen Desktop zur Verfügung stellen. Das ist die klassische Citrix-Umgebung. Aber es hat sich natürlich in den letzten Jahren viel geändert und heute reden wir eigentlich nicht über Virtualisierung, sondern wir reden über einen Workplace. Und ein Workplace ist deutlich mehr als nur eine Applikation zur Verfügung zu stellen. Das führt mich gleich zu einer ersten Frage. Wenn man mit Kunden spricht, wenn man im Markt hört, Citrix ist ja sehr weit verbreitet, viele oder beinahe alle Unternehmen haben Citrix in irgendeiner Form im Einsatz. Warum vertrauen denn so viele CIOs auf die Technologie von Citrix? Ja, ich würde sagen, weil es funktioniert. Ja, also das ist ein Vorteil und das ist ein Nachteil. Ne? Der Vorteil ist, dass es wirklich funktioniert. Also die Core-Systeme von Citrix in der Virtualisierung, das funktioniert zu 100%. Da haben wir keine Ausfälle, da gibt es keine Probleme. Da kann jeder CEO darauf vertrauen, die Lösung läuft. Und die läuft seit Jahrzehnten. Ja? Und die wird noch Jahrzehnte laufen. Der Nachteil dabei ist, dass wir halt genau in diese Schublade hineingesteckt werden. Und ich erlebe das oft, wenn ich mit CEOs und Entscheidungsträgern rede, da muss ich Citrix neu positionieren. So wie wir jetzt das auch machen, muss ich sagen, ja, Virtualisierung, ja, machen wir, ist unser Kerngeschäft, aber wir reden über einen Workspace und der Workspace ist viel mehr, weil da geht auch Performance dazu, da gehört Security dazu, da kommen viele, viele Themen wie Cloud dazu und das sind andere Themen und das muss man halt neu positionieren. Also du sagst, das Alleinstellungsmerkmal einer Citrix ist das breite Angebot, das All-in-One-Paket, das der CIO geliefert bekommt. Ja. Also ich würde es wirklich so sagen, also wir sind ein Gesamtanbieter im Workplace.
Das heißt, es wäre ideal, wenn man von der grünen Wiese starten könnte, dann könnte man von A bis Z alles anbieten. Das ist aber natürlich bei den Kunden nicht so. Der Vorteil bei der Citrix ist natürlich, dass wir bei, wie du gesagt hast, bei dem Großteil unserer Kunden eine Installed Base haben. Das heißt, für uns ist jetzt die Herausforderung, einfach den Kunden zu sagen, okay, du hast Applikationen zur Verfügung gestellt, wir können aber mehr. Aber wir würden gerne wissen, was machst du eigentlich, wo sind deine Challenges? Da haben wir Corona jetzt noch dazu. Also es gibt viele, viele Aufgaben, die man da mit einer Citrix lösen kann. Nur wir müssen wissen, was braucht der Kunde. Und der Kunde muss wissen, was kann die Citrix eigentlich? Das Thema Virtualisierung ist ja seit einigen Jahren ein großes Hype-Thema. Das Thema Application Delivery ist nach und nach dazugekommen, ja, auch ja. Ein mittlerweile wichtiges Thema. Wie ist denn wie verteilt sich denn das Geschäft bei euch zwischen klassischer Virtualisierung und Application Delivery? Diese Netzkeller-Produkte, die sind ja, glaube ich, durch einen Zukauf irgendwann einmal gekommen. Ja. Also verteilt sich das schon? Ich kann jetzt natürlich keine Prozentsätze sagen, aber es ist ein sehr schöner Anteil, den man mit Application Delivery und Security machen. Und da wird in den nächsten Wochen, Monaten noch sehr viel mehr dazu kommen. Ich würde ja sagen, das ist durch die Pandemie, ist das auch eines der Key-Themen geworden bei den CIOs, weil, wie gesagt, die Virtualisierung funktioniert. Mhm. Ja. In der Pandemie war das Hauptthema zu sagen, okay, wir brauchen jetzt alle Mitarbeiter, Lizenzen für alle Mitarbeiter, dass alle von zu Hause arbeiten können. Das würde ich sagen, das ist abgehakt. Jetzt geht es darum zu sagen, so, wo können wir verbessern? Und da ist eben gerade diese ehemalige oder Netzkehler-Familie extrem wichtig, weil eigentlich bekannt als ein Load Balancer. Aber es ist halt auch wesentlich mehr als ein Load Balancer. Das heißt, die Technologie mit Pooled Capacity da zu arbeiten, an den richtigen Stellen zur Verfügung zu stellen, zu wechseln, flexibler zu sein, Security dazu zu nehmen, sind viele Themen und ist, würde ich sagen, aus heutiger Sicht gesehen, eines der wichtigsten Themen, die wir gerade auch mit unseren Kunden haben. Du hast das Thema Covid schon angesprochen. Keine Diskussion in der heutigen Zeit kommt ohne das Thema Covid aus, leider Gottes. Ja, ich muss auch da ein bisschen reinsteigen. Im letzten Jahr haben wir gesehen, Citrix war meiner Meinung nach der Hersteller, der, das klingt jetzt blöd, aber am meisten von der Covid-Krise profitiert hat. Also wir haben Zuwächse gesehen in Kunden, die schnell ins Homeoffice mussten, Lizenzen brauchten, Lizenzen erweitern mussten, auch im Backbone erweitern mussten mit Application Delivery, Controller, Load Balancer, was auch immer. Wie hast du denn das letzte Jahr empfunden mit der Corona-Krise? Ist da viel von der Krise bei dir noch zu spüren gewesen oder war es ja so mit Arbeit zugedeckt, dass da nicht viel ja. sichtbar war? Also man sieht sicher, dass ich ein Lächeln im Gesicht habe. Also ich kann das natürlich nur bestätigen. Weltweit war das für Citrix natürlich ein phänomenales Jahr, weil, wie ich es vorhin erwähnt habe, wir große Installed Base haben und die Kunden natürlich gerade in der Zeit auf Tools halt zurückgegriffen haben, wo sie gesagt haben, das wissen wir, das funktioniert seit Jahrzehnten. Daher war das auf der anderen Seite ein sehr anspruchsvolles Jahr. Also ich muss, glaube ich, unser ganzes Team, wir haben uns im Arbeiten umstellen müssen, obwohl wir immer schon von zu Hause gearbeitet haben, aber halt nicht jeden Tag. Und aufgrund der Nachfragen und Projekte sind wir ziemlich unter positivem Druck gewesen. Also es war viel Arbeit, aber es war auch gut für uns. Wenn man jetzt, sagen wir mal rund 18 Monate später, uns die Situation anschauen, kannst du aus deiner Sicht irgendwelche Trends ableiten, die aus der Corona-Krise nachhaltig geblieben sind? Jetzt gibt es viele, die sagen,
der Digitalisierungsschub, den wir in den letzten 2 Jahren ungefähr jetzt hatten, denn der hat uns so viel weitergebracht. Aber gibt es irgendwelche nachhaltigen Trends, wo du sagst, auch im Hinblick auf Citrix, das hat wirklich dazu geholfen, Citrix nachhaltig zu positionieren. Die Sicht der CIOs, der Unternehmen auf Citrix ist vielleicht eine andere, nachhaltigere geworden. Dieser Lockdown mit März hat uns natürlich extrem auch geholfen in der Kommunikation mit den Kunden und ich glaube auch den CIOs mit ihren Entscheidungsträgern, Business Managern, eine Positionierung zu machen. Ich kann mich wirklich erinnern, 2015, 2016, wir haben immer versucht, den Workplace, Bring Your Own Device, Work From Anywhere zu positionieren. Und ich habe zu 80% von Entscheidungsträgern gesagt, ja, aber ist nicht secure, wir brauchen es nicht, wir können nicht kontrollieren, was die Leute machen. Also diese früher eher mühsame Diskussion, die war von einem Tag am anderen weg. Und ich glaube, das ist ein nachhaltiges, jetzt nicht nur mit Citrix, aber der Arbeitsstil für Büro, ich nenne es jetzt einmal Büroarbeit, für Außendienstarbeit, das hat sich definitiv geändert. Und ich glaube, dass wir da mit der Citrix, mit unseren Lösungen viel beitragen konnten, weil es halt von heute auf morgen auch funktioniert hat. Und es ist auch so, dass das auch Feedback, was ich auch kriege von Entscheidungsträgern, dass die Wertigkeit der IT-Abteilung wieder zugenommen hat. Weil man hat ja ein bisschen so einen Trend gehabt, naja, die IT, die stellt das eh nur zur Verfügung und das muss halt funktionieren und Innovation brauchen wir eh nicht, kostet Geld. Ja? Und das, glaube ich, hat sich auch geändert, dass jetzt wieder die IT-Manager viel mehr in der eigenen Gewalt haben, zu sagen, okay, ich schaue mich um, ich bin innovativ, das Business braucht neue Lösungen, das braucht Veränderung, der Arbeitsplatz ist anders, die Anforderungen von den Mitarbeitern sind anders. Also ich glaube, dass es nachhaltig auch für die Entscheidungsträger, für die IT-Leiter, aber für uns selbst auch. Das Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben, höre ich von dir. Ja. Wie schätzt du die Zukunft ein? Was hörst du von Kunden, wie die das sehen, die weitere Zukunft? Also in Summe ist es so, dass sich die Einstellung, Arbeitszeit, wo mache ich das, Work from Home, deutlich geändert hat, also in unserem Sinn verbessert hat oder auch im persönlichen Sinn verbessert hat. Ich möchte auch nicht mehr jeden Tag aus Ebrichsdorf über die Tangente irgendwo hinfahren. Bin froh, wenn ich das nicht machen muss, weil ich einen Großteil davon zu Hause machen kann oder es mir entdecken kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in der Pandemiezeit und durch das, dass es funktioniert hat, sowohl für die Firmen als auch für die Mitarbeiter, das ist eine Änderung im Arbeitsstil und da wird es unterschiedliche Modelle geben und da wird es jemanden geben, der am liebsten den ganzen Tag zu Hause ist oder den ganzen Tag im Office. Das hängt von den privaten Umständen ab, die können sich aber auch wieder verändern. Also ein flexibles, hybrides Arbeiten, das ist jetzt gefragt. Mhm. Jetzt möchte ich gerne das Thema ein bisschen wechseln. Citrix war ja immer schon Hersteller, der über Zukäufe gewachsen ist, sich erweitert hat, Technologien adaptiert hat. Jetzt gibt es wieder einen neuen Zukauf, die Firma RAC. Ja. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, was machen die, warum hat Citrix diesen Zukauf getätigt, wie passt es ins Portfolio, vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben. Also RAC ist ja ein eigenständiges Softwareunternehmen gewesen, das im gesamten Projektmanagement zu Hause ist. Und Projektmanagement, wenn man jetzt in Kunden hineinschaut,
je größer die Kunden sind, umso mehr Einzellösungen gibt es eigentlich. Und ich glaube, das ist einer der großen Gründe, warum sie Citrix entschlossen hat, Reich dazu zu nehmen, weil es eine ähnliche Philosophie hat, auch zu sagen, egal in welcher Abteilung du bist, egal wie deine Projekte ausschaut, ob das ein Vertriebsprojekt, ein Marketingprojekt, ein Produktionsprojekt ist, du hast immer das gleiche Thema. Du hast ein Projekt, du hast Termine, du hast Daten, du hast Mitarbeiter, du hast Timelines, du musst planen. Und das geht abteilungsübergreifend. Und dafür eine Lösung anzubieten, passt genauer in das Konzept von der Citrix, wo man sagt, egal wo du arbeitest, egal mit welchem Device, wir können das zur Verfügung stellen. Ich gehe davon aus, dass das noch näher in Citrix integriert wird. Wenn wir über das Thema Workspace reden, wo ich gesagt habe, das ist Applikation zur Verfügung stellen, das ist ein Managen von den Umgebungen, ist das On-Prem, ist das Hybrid, ist das in der Cloud, ist es Azure, ist es Google, ist es Amazon. Du brauchst irgendwo eine zentrale Stelle, wo du das managen kannst. Und Reich passt da sehr gut vom Konzept dazu. Und auf der anderen Seite ist es vom Workplace, den wir anbieten, eine Erweiterung. Ein Feature wäre jetzt zu wenig, aber es ist eine Funktionalität, die man sonst wieder mit ein, zwei, drei anderen Herstellern also du gehst dann auch davon aus, dass das nativ integriert wird? Also ich würde sagen so, ich würde mir das wünschen. Ich habe natürlich da keinen Einblick auf die Planung, aber ich glaube, dass es in so eine Richtung gehen wird, weil dieser Intelligence Workplace, den wir da anbieten, da würde ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, ist ja das, wo wir glauben, dass das die Zukunft ist. Weil, was ist die Schwierigkeit für einen Mitarbeiter? Du machst den PC auf, du hast viele Mails, du hast Aufgaben, du musst dich einloggen in unterschiedlichen Systemen, ob das SAP ist, ob das System ist, wo du deine Daten verwaltest, ob du, keine Ahnung, Genehmigungen machen musst, ob du Schulungen eintragen musst. Es sind viele Aufgaben, viele Systeme dahinter. Und da war es ja ideal, wenn du ein System drüber hast, wo du nur deine Tasks bekommst und dann sagst, okay, der Herr Huber hat einen Urlaub beantragt, dann brauche ich nicht das Mail hernehmen, mit dem SAP einloggen, dort mein Passwort bekannt geben, mit Two-Factor-Autorisierung nur bestätigen, in die Applikation reingehen, sondern da steht Herr Huber Urlaub, ich klicke drauf, bin sofort im SAP-System drin und kann sagen, genehmigt oder abgelehnt, weil. Und das ist so einfach beschrieben eigentlich der Intelligence Workplace, den wir da anbieten, wo wir den Kunden die Möglichkeit geben, sich selbst über APIs diese Schnittstellen zu programmieren. Das ist auch für die Partner natürlich interessant. Und das ist dann unabhängig, wo die Applikation also auch in einen gewissen Schritt zur Automatisierung dann zu genau. gehen, oder? Also in die Automatisierung, B in die Performance, um den Mitarbeitern einfach mehr Zeit zu geben und nicht permanent zwischen 10 Applikationen untertags hin und her zu arbeiten. Und das ist immer ein Thema, was man mit Reich, wenn man das dann dort auch noch hinzunimmt, dann habe ich das Projektmanagement dann auch im Intelligent Workspace drinnen. Zurück zum Workspace. Ein Thema, das ja viele Kunden haben, das ist das Thema Analyse und auch das Thema Security. Was sind denn so die Hilfsmittel, die Kunden haben, um Analysen zu bekommen, um Daten auszuwerten, um ihre eigene Infrastruktur zu verbessern, um vielleicht Latenzen zu beheben oder sonstige Analysen zu fahren, um vielleicht auch die User Acceptance zu erhöhen am Ende des Tages?
ist ein großes Thema. Ich versuche so stichpunktweise das zu beantworten. Analyse, Analytics ist ein extrem wichtiges Thema in allen business-kritischen Applikationen, in der Performance, aber auch in der Security. Und wir haben ja vorher auch über Netzscaler gesprochen. Application Delivery and Security heißt es heute. Und da ist auch schon Security drinnen. Ja. Der Netzscaler ist ja eigentlich das Bindeglied zwischen dem Kunden, der Applikation. Das heißt, da rennen die Daten ja einmal durch oder hin und her. Mhm. Das heißt, im Netzscaler haben wir mal schon sehr, sehr viele anonymisierte Daten drinnen. Ja. Und über diesen Datenfluss kann man schon erkennen, in welche Richtung fließen Daten, welche Daten fließen hin, aus welchen Applikationen, aus welchen Datenbanken, zu welchem End-User-Typ. Man muss da immer sagen, das muss ja auch so secure sein, dass es anonym ist. Aber da geht es um Tendenzen. Ja? Und über diese Form als nur Application Delivery, ja, kann man jetzt da sagen, naja, eigentlich kann ich dort die Performance auch kontrollieren, weil ich will ja wissen, wenn mir jetzt ein Mitarbeiter anruft und sagt, meine Applikation läuft nicht, dann möchte er wissen, ja, wo läuft sie nicht. Und das ist genau ein Thema, das wir super bis zum Endgerät managen können, aber auch schon vorhersagen können. Also das eine ist, im Bedarfsfall sofort zu sehen, wo liegt es, aber nur besser präventiv zu schauen, wo läuft etwas, wo ist irgendetwas nicht in der Norm, wo könnte ein technisches Thema sein, wo könnte ein Applikationsproblem sein, ein Netzwerkproblem sein, etc. Also dazu hilft uns der Netzscaler, dazu hilft uns schon diese Analytics for Performance und diese Analytics gibt es auch für Security, weil auch da ist es wichtig, wenn wir jetzt heute jeden Mitarbeiter uns im Detail anschauen, der arbeitet in unterschiedlichen Applikationen mit unterschiedlichen Daten, aber was der zu Hause macht, kann man schwer überwachen. Das heißt, wenn der sich Downloads macht, man sieht es nicht. Ja? Und wenn er Dokumente weiterleitet oder abspeichert oder über WhatsApp kommuniziert, ist alles sehr schwierig. Und da hilft uns eben dieses Analytics for Security, weil da habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich wähle mir ein auf meinem Laptop, ich komme in jede Applikation, aber ich darf keinen Screenshot machen. Mhm. Oder wenn ich einen Screenshot mache, dann steht groß Wolfgang Meier drüber. Ja? Oder ich darf ein Dokument, ich darf es nicht weiterleiten. Mhm. Oder ich darf es nur weiterleiten und der Empfänger muss sie authentifizieren. Also diese, ich nenne sie immer unabhängig von der Netzwerk-Security, Applikation Daten-Security. Das ist das Thema, das wir mit einem Netzkeller, einem modernen heute abdecken. Jetzt muss ich Werbung in eigener Sache machen. Wir haben ja einen Aero-Service, den wir unseren Partnern, unseren Kunden anbieten, wo wir die Netzkeller-Konfigurationsfiles analysieren und dem Kunden zurückmelden, ob wir der Meinung sind, es gibt irgendwie Verbesserungen in der Konfiguration, was kann man anders machen. Wir haben da eine Partnerschaft mit einem Provider, der diese Analysen für uns macht. Es geht vollautomatisiert, anonymisiert, wo wir in manchen anderen Ländern schon sehr erfolgreich damit arbeiten, um diese User Experience auch zu heben, um sagen wir mal, Fehler zu finden, die man vielleicht nicht gleich sieht. Ja. Und das geht ja in eine ähnliche Richtung. Ja. Das eine ist die Analyse, das andere ist aber vielleicht in der Konfiguration schon Dinge zu beheben. Die. Was mich interessieren würde, ist, wie siehst du die Partnerschaft mit Microsoft? Ja, wie wird das gelebt? Gibt es gemeinsame Lösungen? Wie funktioniert diese Zusammenarbeit? Ja. Also, wie gesagt, ich bin jetzt im siebten Jahr da und das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Generell die Kooperation Citrix und Microsoft, die hat es ja immer schon gegeben und die hat ja immer funktioniert.
aber ich würde sagen, nicht so in einer direkten Kommunikation, auch Kunden- und Partner bezogen. Und wir haben das wirklich in den letzten 2 Jahren, trotz Pandemie, muss ich wirklich sagen, und danke an die Leute bei Microsoft, sehr, sehr gut aufbauen können, dass wir uns wirklich kundenspezifisch regelmäßig abstimmen, dass wir versuchen, gemeinsam beim Kunden aufzuschlagen, in die gleichen Richtungen zu gehen, weil es gibt einfach ein Better Together. Ja? Ein Better Together heißt aber nicht, dass das bei jedem Kunden passt, das heißt, ab und zu werden wir ein Mitbewerb sein, das ist auch so bei Partnern, ja? Aber es gibt ein Better Together und das ist extrem wichtig, dass auch auf der Microsoft-Seite dieses Verständnis da ist, dass auch ein Microsoft-Kunde profitieren kann, wenn er ein Citrix-Environment in dem Fall in eine Azure Cloud hineingibt. Ja? Das heißt, wir als Citrix haben ja ein Ziel, wie jeder Hersteller, Softwarehersteller, in die Cloud zu gehen. Das heißt, wir bieten Citrix Subscription in der Cloud an, das heißt, die Citrix Software läuft in Azure, der restliche Betrieb, das Management, das kann der Kunde so entscheiden, wie er es möchte. Ja? On-Prem, in Azure oder wo auch immer. Ja? Und der Vorteil ist halt für alle, dass wenn wir das zusammenbringen, dass jeder einen Vorteil aus dem heraus hat. Es ist ein einfacheres Management, weil wir kümmern uns um Release, Aktualität etc. Auf der anderen Seite ist alles in Azure drinnen. Die meisten Kunden haben einen guten Microsoft-Vertrag und sind eh bemüht, mehr Azure-Last draufzubringen. Und für die Microsoft ist es auch die Richtung, die Kunden mit Applikationen zu Azure zu bekommen. Und das funktioniert sehr gut, wirklich sehr gut. Ich denke auch, dass in Österreich sich diese Cloud-Abstinenz eigentlich zu einem wirklich positiven Trend schon gewandelt hat. Natürlich ist es in einem Public schwieriger, aber ich würde sagen, je kleiner der Kunde ist, umso interessanter ist es natürlich, solche Lösungen auch mit der Unterstützung von den Partnern und Distributoren da gemanagt zu haben. Die letzte abschließende Frage wäre, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was über dich erzählen, was die abseits des Business so beschäftigt und treibt. Was mich abseits beschäftigt und treibt? Auf das bin ich nicht vorbereitet, auf diese Frage. Nein, ich bin sehr, sehr lange im IT-Geschäft und mir macht es in den letzten Jahren wieder mehr Spaß, weil einfach die persönliche Beziehung und das Miteinander aus meiner Sicht wieder mehr Wert bekommen hat. Auch schon vor Covid. Ich kann mich so an die Zeit von so vor 10 Jahren erinnern, da ist ein CRO nur darum gegangen, einen Hersteller das letzte Hemd runterzureißen und zu schauen, die Kosten zu reduzieren. Ich habe heute das Gefühl, dass man wieder mehr in der Kommunikation ist, dass man mehr uns als Partner sieht und nicht als Hersteller oder als Lieferant. Das ist das Schlimmste immer, wenn man als Lieferant gesehen wird und sagt, okay, ich hätte so viel Mehrwert, aber bitte hört es mir zu. Also das ist beruflich, was mich interessiert. Ja, privat, meine Mädels sind 26, also daher erlebe ich auch mit, wie die Einstellung zum Beruf, zum Job dieser Altersgruppe ist und die ist gut, die ist aber anders. Also auch da ist schon das Thema Homeworking, ist gerade fix dazu. Also das hält mir eigentlich, würde ich sagen, relativ jung. Ja, ein bisschen Motorrad fahren, die Sonne genießen, zu schauen, dass wir wieder reisen können in vernünftigen Maß. Ja, und gut essen, es kommt halt mit dem Alter auch dazu. Das ist das Wichtigste. Ja, Wolfgang, ich danke dir vielmals für den Besuch, für das interessante Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit der Citrix. In unserer Zusammenarbeit natürlich ist auch für uns gut, wenn Citrix erfolgreich ist.
Und ja, freue ich mich auf die nächsten Projekte gemeinsam. Ja, vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.